Marysville, Barbara Smith, Kenyon Avenue, Leavenworth, Nummer 25, Nummer 47, Wimbledon, Stratham, London 19, London 16. Ja, John Smith, er ist Taxifahrer. Sie hat noch keine zwei Wohnungen, oder? Nein. Nein. Stratham ist ja auch nicht die Riviera, nicht wahr? Nein. Jetzt frage ich mich, ob Sie diese Verwirrung vielleicht aufklären können. Ja, aber er kann im Moment nicht. Wer ist denn da? Oh! Wer ist da? Ja, prima. Apartment 25A, Kennel Avenue 25, Wimbledon, London 19. Okay, wieder. Das war die Presse. Du hast zwei Frauen. Ja. Und zwei Wohnungen. Ja. Mein Gott, und ich dachte immer, du bist ganz gewöhnlicher Durchschnitt. Er hat sich den Kopf angeschlagen. Ja, an einem von unseren niedrigen Balken. Oh nein. Oh doch, so die Eichenbalken aus dem 16. Jahrhundert. Da draußen stehen zwei dämliche Zeitungsreporter. Mach hier mal weiter. Steht du da vor? Hallo, bitte. Hallo? John, du bist verletzt. Verletzt? Am Kopf. Oh, ja. Ich habe heute Morgen mit dem Polizeirevier von Stratham gesprochen. Gut, wenn Sie einen Augenblick dranbleiben, dann hole ich den Fahrer nochmal. Ich will den Fahrer aber nicht. Ich habe die Krankenhäuser in der Gegend abgecheckt. In Ordnung, ich habe mit ihm gesprochen. Sehr gut. Das sind noch ein paar Unklarheiten. Sag, Schatz. Liebling. Sofort, Sir. Zwei John Smiths. Beide schlagen sich den Kopf an. Am selben Tag. Dann bist du nicht der Gesuchte. Nein, pass auf. John Smith ist ein alltäglicher Name. Ah, Wachtmeister! Was soll denn das heißen, Stanley? Verdammt nochmal! Ich spreche im Auftrag von Mrs. Smith. Sie macht sich über das Verhalten ihres Mannes große Sorgen. Mal auf! Nein! Zieh dich schon mal aus, du hinreißende Spitz. Hat das nicht irgendwie geklingelt? Ja, ja! Mach, dass du ins Bett kommst, die schicke ich weg! Was? Mit! Hier! Ja, Sie und Ihre Männer! Welche Männer? Die Männer, die ich sie unter sich habe. Einen Moment bitte, Mrs. Smith. Versuchen Sie mich bitte nicht mit den Aktivitäten Ihres Mannes in Verbindung zu bringen. Das sollte unser gemeinsamer freier Tag werden. Aber du bist ganz sicher mehr für die dämlichen Rindviecher von dem da zu interessieren als für mich. Also, ich gehe jetzt ins Bett. Entweder kommst du nur mit mir, oder du kannst mit Mr. Gard auf seine Verabschiedung nicht schlafen. Wahrscheinlich ist das hier Melker. Ja, bitte. Und er? Schnauze. Zwei. Das sehe ich aber. Zwei, Mrs. Smith, wollte ich sagen. Das ist mein Deckmäntelchen für Ihre homosexuellen Aktivitäten. Welche homosexuellen Aktivitäten? Die Aktivitäten zwischen ihm und ihm. Was? Ja, Vater, noch gerade der gesteigt. Und die ihm aus dem Zimmer gerannt kam, ist weder eine Nonne, noch als solche mit Mr. Gardner hier verheiratet. Und ihr Problemkind heißt auf alle Fälle nicht Stanley. Mr. Gardner hier ist weder Farmer noch praktizierender Homosexueller, auch nicht beides zusammen. Die hysterische Schwarzhaarige ist weder meine Putzfrau noch ein Transvestit. Ich bin sowohl mit der Frau da, als auch mit der Frau dort, gleichzeitig verheiratet und wohne hier und in Wimbledon. Stimmt's denn? Ja, das stimmt. Ich hab's doch gewusst!